Das da hinter mir, das kostet 1 Milliarde Euro. Ja, ihr hört richtig. So viel soll der Deutsche Bundestag in diesem Jahr kosten. Voraussichtlich. Da frage ich mich schon als Steuerzahlerin, was da so extrem teuer sein muss. Zumal das, was hinter diesen Mauern da ausgegeben wird, das kann eben nicht mehr verwendet werden für Kitas, für Schulen oder für die Pflege. 2020 wurde die 1-Milliarde-Grenze zum ersten Mal überschritten. Ja, und wie es halt so ist, günstiger wird zukünftig wohl kaum werden. Wobei, Moment, ist da nicht gerade erst eine Wahlrechtsreform beschlossen worden? Also eine Reform, die die Anzahl der Abgeordneten verringern soll, von aktuell 736 auf dann 630? Klingt nach Sparen. Wir zeigen euch in dieser Folge, was die Abgeordneten von dieser 1 Milliarde Euro bekommen und warum ein kleinerer Bundestag gar nicht so viel günstiger wäre. Ich bin Anja Zischowski, Wirtschaftsjournalistin, und ich nehme euch jetzt mit auf die wundersame Reise von 1 Milliarde Euro Steuergeld. Wo geht das Geld jetzt hin? Also ein Teil des Geldes, das geht natürlich an die Abgeordneten. Und hier erstmal die Basics. Zum Leben gibt es monatlich die sogenannte Abgeordnetenentschädigung. Also das ist quasi eine Art Gehalt. Und das sind rund 10.000 Euro brutto. Setzen wir das jetzt mal ins Verhältnis, was Lieschen Müller und Max Mustermann durchschnittlich verdienen. Abgeordnete bekommen zwar seit Jahren das Dreifache von dem, was Max und Lieschen verdienen, aber wenigstens sind die durchschnittlichen Bruttolöhne und Diäten in den letzten Jahrzehnten ähnlich stark gestiegen. Professor Dr. Andreas Polk ist Wirtschaftswissenschaftler und Lobbyismusforscher. Woher und wohin im politischen System Geld fließt, damit kennt er sich also aus. Was hält er von der Höhe der Diäten? Grundsätzlich würde ich sagen, dass die durchaus angemessen sind. Der Job, also die Tätigkeit als Abgeordneter, ist mit relativ viel Stress verbunden, mit relativ viel Verantwortung verbunden. Und wir wollen ja auch Abgeordnete haben, die gut sind. Also wir wollen fähige Leute haben. Und fähige Leute haben in der Regel relativ gute Alternativmöglichkeiten auch, wie sie beruflich tätig sein wollen. Und diese Jobs sind in der Regel gut bezahlt. Also müssen wir unsere Abgeordneten eben auch gut bezahlen, um da, sag ich mal, eine gewisse Art von Wettbewerbsfähigkeit zu haben. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist ein offenes System. Jeder, der politisch tätig werden kann, möchte, kann sich um das Amt bewerben. Jeder, der denkt, das ist attraktiv, kann da reingehen. Wir haben also Wettbewerb um diese Tätigkeiten. Und wenn es jetzt so wäre, dass das exorbitant hoch bezahlt wäre, müssten wir eigentlich sehen, dass es einen Run auf diese Jobs gibt. Aber das ist ja tatsächlich nicht so. Insofern denke ich, das deutet alles darauf hin, dass die Abgeordnetendiäten nicht unangemessen hoch sind. Von was für einer Wochenstundenanzahl reden wir denn da? Ja, da kann ich Ihnen jetzt vielleicht nicht direkt eine konkrete Zahl nennen, weil ich selber ja nicht als Abgeordneter auch tätig war. Aber was ich so höre aus den Gesprächen, ist das eigentlich schon ein Job, den man mehr oder weniger rund um die Uhr macht. Das heißt, Sie haben ja nicht nur die Tätigkeit hier in Berlin vor Ort, wenn Sitzungswochen sind, sondern Sie sind ja auch in der Regel in Ihrem Wahlkreis unterwegs, haben da viele Termine am Abend, haben viele Termine am Wochenende, wo Sie mit Bürgerinnen und Bürgern auch sprechen. Insofern sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das ein Job ist, der mehr oder weniger rund um die Uhr ausgeführt wird. Zurück zu den Finanzen des Bundestags. Denn die Diäten sind bei Weitem nicht die einzigen Kosten, die die Abgeordneten verursachen. Hinzu kommen wie bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auch die Zuzahlungen für Kranken- und Pflegeversicherung, wobei sich etwa die Hälfte der Abgeordneten für Zuschüsse nach Beamtenrecht entscheidet. Und diese Zuschüsse, die betragen im Schnitt rund 1.232 Euro pro Kopf. Mit den Zuschlägen und den Abgeordnetenentschädigungen kosten uns die direkten Zuwendungen für jede und jeden Abgeordneten rund 11.500 Euro im Monat. Von der Summe können die Abgeordneten ganz gut leben, aber eben noch nicht arbeiten. Und damit sie gut arbeiten können, erhalten sie, ebenfalls auf den Cent genau gesetzlich festgelegt, verschiedene zweckgebundene Zuwendungen. Zum Beispiel für eine Amtsausstattung. Und das sind rund 4.725 Euro im Monat, und zwar steuerfrei. Und damit wird dann zum Beispiel die Zweitwohnung in Berlin und die Büros in den jeweiligen Wahlkreisen finanziert. Selbstverständlich haben die Abgeordneten auch Büros am Sitz des Parlaments, also in Berlin. Und die meisten, die finden sich in diesem und diesem Gebäude hier. Die eingerichteten Büros, die werden den Abgeordneten mietfrei zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Kosten, die müssen natürlich trotzdem bezahlt werden. Ebenfalls mit Steuergeldern.
Für Tablets, Handys, Computer, Drucker und Papier kann jeder und jede Abgeordnete pro Jahr zusätzlich nochmal 12.000 Euro an Sachkosten abrechnen. Ja, und was fehlt noch in dem Büro? Klar, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die müssen auch bezahlt werden. Dafür hat jedes Bundestagsmitglied monatlich 23.205 Euro zur Verfügung. Und dieses Geld, das geht direkt von der Bundestagsverwaltung als Gehalt an die Angestellten. Die Abgeordneten sind aber nicht nur in ihren Büros und telefonieren, sie sind auch unterwegs. Und das offensichtlich ziemlich oft, denn die Reisekosten des Bundestags, die sind enorm. Okay, also rund 18,8 Millionen Euro, die stehen dieses Jahr für Mandatsreisen im In- und Ausland zur Verfügung. Und es reicht ein einfacher Nachweis und schon werden die Kosten erstattet. Und davon stehen rund 2,5 Millionen Euro allein für Jahresnetzkarten der Deutschen Bahn und BVG-Tickets zur Verfügung. Und die bekommen alle. Nicht alle Abgeordneten reisen gleich weit, gleich viel und gleich teuer. Aber immer noch wird wohl viel zu oft geflogen. Also alle 2 Wochen ist in Berlin Sitzungswoche. Und das gilt auch für diejenigen aus Baden-Württemberg oder aus dem Saarland. Der Einfachheit halber teilen wir die anfallenden Reisekosten durch die 736 Abgeordneten. Ja, macht eine Summe von rund 25.520 Euro an Reisekosten pro Kopf. Die hohen Reisekosten stehen immer mal wieder in der öffentlichen Kritik. Und auch die Frage der Nebentätigkeiten wird seit Jahren diskutiert. Fakt ist, dass Abgeordnete mit Nebentätigkeiten ihr Einkommen erhöhen können. Da Dr. Polk auch zu Lobbyismus forscht, ist er der Richtige für die Frage nach den Nebenverdiensten der Abgeordneten. Erstmal, es ist erlaubt, Nebentätigkeiten auszuüben. Der Grund dafür ist der, dass das Abgeordnetenmandat ja ein Mandat auf Zeit ist. Das heißt, irgendwann endet das, vielleicht nach 1 oder 2 oder 3 Legislaturperioden. Und dann geht man zurück ins berufliche Umfeld. Und aus diesem Grund erlaubt man eben Nebentätigkeiten, damit diese Beziehung nicht ganz verloren geht. Zu den Nebentätigkeiten liegen die Daten seit 2005 vor. Seitdem herrscht Transparenz. Und da sehen wir eigentlich was ganz Interessantes. Nämlich, wir sehen, dass zwar die meisten Abgeordneten Nebentätigkeiten ausüben, aber der überwiegende Anteil davon führt die ehrenamtlich aus. Also das ist zum Beispiel eine Tätigkeit im Verein vor Ort. Und wenn wir auf bezahlte Nebentätigkeiten abzielen, dann sehen wir, dass das ungefähr 1/3 der Abgeordneten sind, die überhaupt bezahlte Nebentätigkeiten ausüben. Im Umkehrschluss, 2/3 der Abgeordneten haben keine bezahlten Nebentätigkeiten. Und wenn wir uns da die Zahlen genauer anschauen, dann sehen wir das erstmal in allen Parteien, aber mehr und sag ich mal, höher bezahlte Nebentätigkeiten bei wirtschaftsnahen Parteien. Das sollte uns nicht überraschen. Und wir sehen aber auch, dass die Abgeordneten, die solche Nebentätigkeiten ausüben, in der Regel relativ wenige solcher Nebentätigkeiten ausüben. Also in einem sehr überschaubaren Maße. Es gibt vielleicht einige schwarze Schafe, wenn Sie die so nennen wollen, die sehr, sehr viele Nebentätigkeiten haben, sehr hohe Einkommen generieren. Das sind diejenigen, die wir dann ja auch häufig in der Presse sehen, wo das diskutiert wird. Grundsätzlich können wir aber durchaus, glaube ich, aufgrund der Transparenz sagen, dass wir da ein gewisses Vertrauen in unser politisches System haben können, was die Nebentätigkeiten angeht. Okay, dann lasst uns mal zusammenrechnen. Abgeordnetenentschädigung, Zuschüsse zu Sozialversicherungen, Amtsausstattung, Sachkosten, Mitarbeitergehälter und Reisekosten. Also insgesamt sind das mehr als 42.000 Euro pro Monat. Pro Jahr kostet ein Mandat im Deutschen Bundestag uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler also mehr als 500.000 Euro. Ist das jetzt viel oder wenig? Wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat 2020 zumindest die persönlichen Bezüge von Abgeordneten in allen EU-Ländern untersucht. Und siehe da, Deutschland liegt bei der monatlichen Vergütung auf Platz 2, hinter Italien. Natürlich sind die Zahlen nicht 1:1 vergleichbar, weil es Unterschiede bei Kaufkraft, Steuern oder Sozialsystemen gibt. Beispiel Frankreich. Die 577 Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung bekommen fast 7.500 Euro Grundentschädigung. Dazu kommen Kosten- und Mitarbeiterpauschalen von über 16.000 Euro. Bahnfahrten sind auch in Frankreich inklusive, aber hier werden maximal nur 92 Flüge pro Jahr bezahlt. Die 650 britischen Abgeordneten im House of Commons bekommen umgerechnet 8.200 Euro Grundgehalt pro Kopf. Die weiteren Kosten werden dort zusammengefasst und liegen bei mindestens 21.000 Euro. Auch hier werden die Reisekosten erstattet.
Wenn wir uns eine 500.000 Euro pro Jahr und Abgeordneten leisten, dann heißt das für 736 Abgeordnete. Und keine Angst, ihr könnt den Taschenrechner stecken lassen, das haben wir schon für euch ausgerechnet. 736 Abgeordnete verursachen Kosten von insgesamt mehr als 376 Millionen Euro. Also das ist jetzt schon eine Riesensumme, aber trotzdem noch weit entfernt von dem, was am Ende der Rechnung stehen soll. Nämlich 1 Milliarde Euro. Abgeordneten kosten auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag Geld. Abgeordnete zahlen zwar nicht in die Rentenversicherung ein, bekommen aber trotzdem eine Art Rente. Und für jedes Jahr im Bundestag sind das 250 Euro. Übrigens, Rente mit 67, die gilt auch für die Abgeordneten. Allein für die derzeit 951 berenteten ehemaligen Mitglieder sind 52 Millionen Euro eingeplant. Viele Posten im Haushalt des Bundestages können den Abgeordneten nicht direkt zugeordnet werden. So fließt zum Beispiel viel Geld an die einzelnen Fraktionen des Bundestages. Dazu kommen Mieten, Pachten, Zahlungen für Beamtinnen und Beamte, Kommunikationssysteme, Sicherheit und so weiter. Und das kostet. Das ist unglaublich viel Geld und zu den größten Kritikern dieser hohen Kosten zählt der Bund der Steuerzahler. Wir haben dort angefragt, wie sie das sehen. Der Präsident Rainer Holznagel sieht vor allem in der Größe und in der Altersversorgung ein Problem. Er schreibt uns: Schluss mit dem XXL-Bundestag. 500 Abgeordnete sind genug. Bundestagsabgeordnete sollten in die gesetzliche Rentenversicherung. Wir brauchen einen Systemwechsel. Wenn ihr nachlesen wollt, wie man über 1 Milliarde Euro ausgeben kann, den Link zur Bundestagsfinanzplanung, den findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt aber zu unserer Frage. Um wie viel wird der Bundestag günstiger, wenn sich die Abgeordnetenanzahl reduziert? Die vor kurzem verabschiedete Wahlrechtsreform, die sieht vor, dass der nächste Bundestag deutlich kleiner werden soll. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes, denn je größer die Arbeitsgruppen, die Ausschüsse, die Fraktionen, desto komplizierter die Abläufe. Deswegen sollen bei der nächsten Wahl statt wie bisher 736 nur noch 630 Abgeordnete ins Parlament gewählt werden. Wie viel spart uns das jetzt an Steuergeldern? Wir hatten ja ausgerechnet gehabt, ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete kostet uns im Jahr über 500.000 Euro. Wenn der Bundestag zukünftig 106 Abgeordnete weniger hat, können insgesamt mehr als 54 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Nur 54 Millionen, muss man allerdings sagen, denn das sind nur knapp 5% des Gesamtetats. Klar, trotzdem viel Geld, aber eben wirklich nicht der entscheidende Anteil. Eine Demokratie, die gibt es nicht zum Nulltarif. Das gilt genauso für das Engagement von uns allen, wie für die Kosten, die ein funktionierendes Parlament verursacht. Aber an zwei Punkten störe ich mich dann doch schon so ein bisschen. Zum einen an der Regelung der Altersbezüge. Abgeordnete müssen nur 6 Jahre im Amt sein und schon haben sie das an Rente, was Angestellte mit Durchschnittsgehalt erst nach 45 Jahren haben. Zum anderen frage ich mich, ob im Zeitalter von Videokonferenz und Klimakrise Reisekosten von über 25.000 Euro wirklich sein müssen. Letzte Woche haben wir mal geschaut, was euch das 49-Euro-Ticket kostet. Und kleiner Spoiler, keine 49 Euro. Also schaut es euch gerne mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ach, und nicht vergessen, Kanal zu abonnieren und Video zu liken.